Kassel, die schöne bunte Welt der Castingshow Germany's Next Topmodel, GNTM, läuft wieder auf Hochtouren, die aktuelle Staffel begann im Februar. Doch über Model-Ikone Heidi Klum, 49, und ihrer Reality-Show braut sich offenbar großes Unheil zusammen. Schon im zurückliegenden Jahr wurde der schöne Schein der Modelshow des Fernsehsenders ProSieben erheblich angekratzt. Mehrere Ex-Kandidatinnen klagten öffentlich über unfaire und schikanöse Bedingungen bei der Produktion der TV-Show. Den GNTM-Skandal im Jahr 2022 hatte die Ex-Kandidatin Liana Kakwa, 26, mit mehreren anklagenden Enthüllungsvideos auf YouTube ins Rollen gebracht. Und die junge Frau aus dem nordhessischen Kassel mit ugandischen Wurzeln ist offenbar fest entschlossen, GNTM und Heidi Klum nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Am gestrigen Samstag veröffentlichte die 26-Jährige eine Instagram-Story, welche nur aus einem in Schwarz-Weiß gehaltenem Foto mit eingeblendetem Text bestand. Das Bild zeigt das Model, wie sie mit konzentrierter Miene auf einem Bett sitzt, während sie einen Schreibblock in der Hand hält. Im dazu eingestellten Text ist zu lesen: So sehe ich aus, wenn ich ein Konzept für ein YouTube-Video schreibe. Die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst. Damit verweist Liana ohne Zweifel auf ihr nächstes GNTM-Enthüllungsvideo. Dieses hatte sie im Februar angekündigt, nachdem Heidi Klum am Beginn der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel persönlich Stellung zu den Vorwürfen aus dem Jahr 2022 genommen und diese zurückgewiesen hatte. In dem Text der Instagram-Story vom Samstag heißt es weiter: Ich rede lieber aus dem Herzen, aber kleiner Funfact: Ich musste bisher jedes Enthüllungsvideo nochmal drehen, weil es ohne Konzept zu durcheinander war. Daher diesmal von Anfang an richtig lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Der nächste GNTM-Skandal ist also offenbar in Vorbereitung, und Ex-Kandidatin Liana Kakwa hat sich hinsichtlich ihrer Enthüllungen rund um Germany's Next Topmodel inzwischen allem Anschein nach sogar ein Stück weit professionalisiert. Ex-GNTM-Kandidatin Liana Kakwa war massiven Anfeindungen ausgesetzt. Als GNTM-Kandidatin schaffte es Liana Kakwa bis in das Finale der Staffel 2020, dann jedoch stieg sie vor laufender Kamera aus der Show aus. Während der Ausstrahlung der Staffel war die junge Frau massiven Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Einer ihrer Kritikpunkte an den Produzenten von Germany's Next Topmodel war der Vorwurf, dass diese Liana durch gezielte Manipulationen zu einer Hassfigur aufgebaut hätten. Geprägt durch diese Erfahrungen, engagiert sich die 26-Jährige seitdem immer wieder gegen Hass und Mobbing im Internet.